Ja, hallo Freunde, willkommen zu meinem neuen Video. Und auch in diesem Video wird es jetzt eben um mein Altella-Terrarium gehen. Das Thema ist ja die Einrichtung in dem Fall. So, und da werde ich jetzt zuerst mal eine Bilderfolge präsentieren, wie ich das Terrarium eingerichtet habe. Und danach folgt noch ein kleines Video. Die Einrichtung an sich konnte ich nicht filmen, weil ihr hättet nicht viel gesehen. Einfach deswegen, ja, weil es ist terrarisch einfach nicht so groß und ich hätte das meiste verdeckt. Ich habe da also eine Bilderfolge für euch gemacht. Aber dann kommt eben, wie gesagt, auch noch ein kleines Video mit Gedanken und Erfahrungen und erste Eindrücke von mir zu diesem Terrarium. Ja, da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. So, hier jetzt das eingerichtete Altella-Terrarium. Hinter habe ich also einen Arsch von Ficus benjamini ins Terrarium gepflanzt. Bei dem verfärben sich jetzt die Blätter etwas gelblich. Der ist dabei, sich umzustellen, meiner Erfahrung nach. Die höhere Luftfeuchtigkeit und das andere Licht und so weiter, da werde ich erstmal Blätter abwerfen. Ja, ich habe von Halogen auf LED-Spots umgeschaltet, allerdings die LED-Spots scheinen nicht die beste zu sein, die werde ich auch nochmal austauschen müssen. Halogen-Spots war einfach zu warm jetzt im Sommer, ich habe da bis zu 32 Grad drin gehabt und mir habe es ja im Moment noch relativ kühl für einen Sommer, und ich gehe mal davon aus, es wird noch mal wärmer werden. Dann habe ich die mal ausgetauscht, dass ich von den 32 Grad auf 28 runterkomme. Ja. Hier ist mein gleich eben das Fenster nach außen. Da kommt das Sonnenlicht nachmittags rein und der Raum wird sehr warm. Ja. Ich habe dann auch sogar immer das Fenster gekippt, dass da Frischluft reinkommt. Hier ist die Orchidee, die Bulbophyllum, blüht wieder. Also das ist eine Orchidee, die sich wirklich lohnt. Ja. Fallaub habe ich mir ausgesucht. Getrocknete Kirschlorbeer. Das Laub hält sich eigentlich sehr gut. Habe ich vorher in einer Mikrowelle sicherheitshalber 30 Sekunden lang laufen lassen. Da hat es ganz schön geknackt in der Zeit. Und ein ganz toller Duft, wenn man dann die Mikrowelle aufmacht, kann ich nur empfehlen. Hier sieht man hoffentlich eine Altella, das ist die einzige, die sich hier offensichtlich auf dem Insektengitter am wohlsten fühlt. Die andere kann ich euch leider nicht zeigen, die sitzt versteckt hinter Blätter. Und ich habe jetzt im Moment nur drei drin, die adult oder subadult sind. Ich vermute, es ist ein Weibchen, das hat sich hier drin adult gehäutet, also da bin ich mir sicher, es ist ein Weibchen. Und die anderen beide gehe ich fast davon aus, dass es Männchen sind, ich hoffe es auch.
Aber die verhalten sich auch ganz anders als das Weibchen im Terrarium. Während das Weibchen stationär auf einem Platz sitzt, vagabundieren die Männchen als dann doch mal im Terrarium rum. Hier habe ich eine Banane. Seht ihr auch, dass da sitzt eine Fruchtfliege drauf. Dass auch Futter drin ist. Die Fruchtfliege, die Banane, die ist direkt unter den Fikusblätter angebracht, damit auch immer mal was aufliegt. Ich habe jetzt natürlich das Terrarium auf, da ist mir doch wieder einiges Futter entkommen. Aber das macht ja nichts. Kann man wieder Neues rein tun. Ja. Muss immer bedenken, wenn man die Terrarium bepflanzt, dass die Pflanze ja auch noch wachse und so weiter. Dass dann der Raum mit der Zeit sowieso etwas enger wird. Ja, und deswegen die etwas lichte Bepflanzung. Ich denke, das wird sich aber noch ändern. Aber es macht auch gar nichts. Es ist sowieso schwierig, schon allein in dem Terrarium die Aethella überhaupt zu sehen. Da muss man sich mit der Zeit dran gewöhnen, dass man weiß, wo die sitzen. Und ich will die jetzt auch nicht so arg stressen. Mir geht es im Moment mal vor allen Dingen darum, mir überhaupt die Möglichkeit zu erhalten, dass die Tiere sich verpaaren und dass es zu einem Zuchterfolg kommt. Und deswegen lasse ich den Tieren so viel Ruhe wie möglich. Ich soll sich hier heimisch fühlen. Und ja, man sieht ja jetzt aber auch ja, hier, was ich also auch geplant gehabt habe. Auf der einen Seite das Licht und auf der anderen Seite ist es dann doch etwas schattiger. Ich denke, man sieht es, es ist jetzt eben in einem kleinen Terrarium etwas schwierig zu realisieren. Aber man sieht schon, es geht in die richtige Richtung und in einem größeren Terrarium, das ich dann auch mit Sicherheit noch bauen werde, wenn es auch vor allen Dingen mit der Zucht weiter klappt. Aber im Kopf habe ich das ohnehin, also ich für die ein oder andere Art werde ich das machen. Also da wird dann mit Sicherheit das noch viel deutlicher zu erkennen sein. Ja. So, dann mache ich mal das Terrarium wieder zu, damit und die Tiere ihre Ruhe haben. Ja. Ich hoffe, euch gefällt das Terrarium, das Video sowieso und dass es für euch da auch interessante Informationen dazu gegeben hat. Und ja, diese ganze Aethella-Sache, die ist ja erst am Anfang. Alles kann noch scheitern, ja. Da ist viel Hoffnung mit dabei und ich halte euch auf dem Laufenden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ihr wisst ja, Daumen da lassen, Like, teile. Und ich zeige euch nochmal die Orchidee. Orchideeblüte, wer weiß, wie oft man die noch blühe sieht. Überfüllung. Ich habe leider den Artnamen nicht auswendig da. Ich schreibe euch den Artnamen, Gattung Artname nochmal in die Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann nochmal anschauen. Wunderbar, Orchidee. Lohnt sich. Also jetzt aber. Wir sehen uns im nächsten Video.